Land, Lehm, Horsam, Heng, du brauchst kein Vertrauen. A jeder hilft an jeden, dies ist gar kein Mann. Land, Lehm, Horsam, Heng, kein Mensch schaut aufs Geld. Was zieht es sich das Leben am schönsten Fleck der Welt? Wer unsere kleine Heimat kennt, der hat bestimmt den Blick. Ich bin Kamera schauen. Ja, Herzenberger Bäuerinnen, wir möchten uns Panenka ganz herzlich für die Nominierung bedanken. Weil, also heute kommen wir auch mal zu einem Wendelstuhl. Und jetzt hat er mir heute oben mit Kind und Kegel und es wird jetzt von euch erflossen. Ach toll. Ja! Ach toll, auf 1800 Meter. Und das Hotel heißt Eckelalm. Wellness Hotel Eckelalm. Ja. Mit der Jaus ist leider nicht, weil die braucht man halt selber. Aber jetzt werden wir gesagt, das Wellness in die Ecke. Unsere kleine Heimat kennt, der weiß bestimmt sofort. Das Leben als Bauer in der Höhe ist meistens ziemlich hart. Die Felder ziehen sich lang und steil, weiß bis zur Alm hinauf. Aber wenn's recht harte Arbeit gibt, bei uns gibt keiner auf. Land, Lehm, Horsam, Heng, du brauchst kein Vertrauen. A jeder hilft an jeden, dies ist gar kein Frank. Land, Lehm, Horsam, Heng, kein Mensch schaut aufs Geld. Was zählt, es ist das Leben am schönsten Fleck der Welt. Ja, zum Wellnessen gehört der Herr Gützessen dazu und da haben wir jetzt ein Müsse gekriegt und da möchten wir uns bedanken bei Göpfritten und bei Hansel für das Müsse kochen und jetzt kommen wir zu den Nominierungen.
Also als erstes möchte man die Ramsau auch Jungbauern nominieren, weil die haben Teil der Fest und die haben sicher nicht eine Weile zum aus Wasser hüpfen. Jetzt haben wir es gedenkt, sonst sind sie sicher auch raus. Als zweites die Gerlasberger Bäurinnen. Und als drittes? Als drittes die Ramsauer Frauen, weil die gehen da gerne am Boden. Dankeschön. Bravo. Jetzt geht's los. Wer unsere kleine Heimat kennt, der hat bestimmt entdeckt, wie viel an Liebe jeden Tag in all der Arbeit steckt. Wer so knapp unterm Himmel wohnt, der hofft die ganze Zeit, dass jeder Ausblick übers Land.